Was ist denn da los? Das riecht nach Arbeit, das ist gut. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei The Division. Wer ist denn da alles? Ah, ist endlich wieder ein Gewehr, was Feines. Endlich mal wieder auch was für die Distanz. Einen taktischen Schuss hüpfen. Haben sie was fallen gelassen? Tja, aber wir können es nicht aufteilen. Wir haben genug anderes zu tun. Vielleicht trifft man sich ja wieder. Aktives Echo-Signal geortet. Was? Ach hier, der Laster hier, ne? Auch Beta. Die Dinger sind so cool gemacht. Hier! Teilen Sie es sich rein, okay? Das Essen gehört jetzt uns! Lasst alles fallen und seht zu, dass ihr Land gewinnt, verdammt! Pack das ein. Als nächstes geht's zum Garten. Es wird sich halt ums Essen gestritten, weil es nicht viel gibt. Da fliegen sogar mal Stühle. Aber ich glaube, die haben schon... Die Serra-Mitarbeiter, die haben schon die Macht. Ja klar. Noch eher als die ganz normalen Bürger. Tony Martin, aktueller Status als vermisst gemeldet, wurde zuletzt im Garmin District gesehen. Gucken, ob wir den nochmal sehen. Tony Martin. Oh, hier ist wieder ein kontaminiertes Stück. Ach, ist doch hier die Kreuzung. Hier ist auch was. Hier ist wieder so ein Gullideckel. In das Gelbe waren die Gullideckel, wo man runter kann. Hier singt jemand. Nicht. Oben ist ein Fenster offen. Und es kommt von oben. Hier sind noch böse Leute. Helfen. Ein Wasser. Danke. Ich werde für sie beten. Eine super Pistole. So was lässt die fallen? Brauchst du wohl nicht mehr, hä? Woher hat die überhaupt her? Und wie lange die noch sinkt. Ist das die Nationalhymne mit der USA? Ich habe keine Ahnung, wenn das so wäre. Hey, tötet sie alle! Hey, wer will hier wen töten? Wollen wir nochmal runter? Komm, wenn ich jetzt, wann dann? Komm schon. Ich habe jetzt zusätzlich noch Shift gedrückt, aber das braucht's hier gar nicht. Doch? Okay. Bei der ersten Leiter hatte das nicht so gemacht. Wie es jetzt in der zweiten Leiter war, wie ich es mir auch gedacht habe. Hier war ich auch in der Beta. Glaube ich. Ich habe ja auch nochmal ein Stück für mich gespielt. Ich glaube, hier konnte man auch hin. Was gab's denn hier? Noch weiß ich's nicht. Muss ganz schön weit laufen. Ist ja fast schon Underground-DLC, hä? Hier könnte man wieder raus. War das einfach bloß unterirdisch wo langkommen? Aber wozu? So gefährlich ist es da oben gar nicht. Und ob es eine Abkürzung ist, ich weiß ja nicht. Eine Abkürzung zu was? Hier bin ich doch gerade runter. Ich bin im Kreis gelaufen. Kann, glaube ich, sein. Ich gehe mal wieder hoch. Es dauert noch ein gutes Stück, bis wir Level 10 sind. Puh, blendet ganz schön. Dann weiter. Marion Hempelstein. Mission. Relativ nett, wie es scheint. Ich
Schneesturm, kleiner. Neblischer Schneesturm, schön. Ich will mal kurz nachschauen. Mir fehlt immer noch eine Mütze. Masken, Hüte, ne? Haben wir nämlich noch keine. Halstuch. Nehmen wir dich. Gut. Aber bei dem Wetter ohne Schal. Oh. Alles in Ordnung. Zur Antenne gelangen. Ah, der Laster. Das ist doch der Laster, oder? Aus der Beta. Mann, die kümmern sich einen Scheiß um uns. Ah, warte, wir kümmern uns um dich. Boah, das ist cool. Man sieht kaum was. Dann wird man auch noch geblendet. Oh. Du bist bloß Level 4. Zeit haben wir gerade nicht. Keine zeitliche Beschränkung. Dude. Zu hoch. Da würde ich runterfallen. Ich muss eh noch weiter hoch. Hm. 1,45 noch. Wie komme ich da lang? Hier auf jeden Fall nicht. Die Antenne reparieren in 90 Sekunden. Da werde ich bestimmt auch nicht rüberkommen. Hier schon eher. Schwuppsa. Laut Karte ist hier nichts zum Einsammeln, dann einfach mal schnell durch. Und hoch. Oh, ich dachte schon, wir klettern jetzt runter. Ich hole mir nur meinen Anteil. Du meinst deine Antenne? Was den bösen Granaten, Mann? Und tot. Na, ist mir halt zu unterlevelig. Ich hätte das zuerst machen sollen. Aber hey, dafür hatten wir halt was ganz Dickes, was schwierig war. Oh, 25 Sekunden. Ich hab's etwas spannend gemacht. Und sieh mal einer an. Das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Lebt er noch, der Benny? Wäre auch so geschickt gewesen. Das wäre was anderes, ne? Ist das die Fallschadentreppe aus der Beta? Dann ist ja auf jeden Fall noch eine Telefonaufzeichnung. Ja, genau, Nordkarte. Beta lässt rufen. Serverauskunft, wie können wir helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, Ma'am. Wie heißt der? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren, vor dem Madison Square Garden vor 2 Tagen. Er war plötzlich verschwunden und dann... Ich habe vor der Post auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist und jetzt bin ich ganz allein. Na, immerhin war es nicht Trevor Phillips. Mensch. Wie weit wäre es denn noch? Wir gehen erstmal dahin. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Die Moral wurde im Klo runtergespült. Dem... Ach, das waren die hinten... Die Versteckten hier... Ah, ich werde sehen. Aber ich meine Beta. Genau, die kommen damit rein. Jetzt wird es gleich etwas enger hier in der Seite. Da rechts geht's irgendwo rein. Ach, erstmal quatschen, okay.
Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Okay, hier ging's rein. Hi, Simon. Aber ja, das ist das Ding, was ich meine. Wo kommen die nur alle her? Davon nichts! Schieß sie ab! Achtung, da kommen noch mehr! Mist! Kriegt ihr das hin? Nee, offenbar nicht. Na gut, ich bin auch etwas kopflos hier reingerannt. Hat überhaupt nichts zum sich verteidigen dabei? Ist ja fies. Jetzt jagen wir ihn. Bah. Wie er fliegt. Treibt sie aus der Stadt. Freie Schussbahn. Hey, ey, was machst du da? Du hast dich teleportiert, du Arsch. Ey, von Geisterhand. Hier passieren seltsame Sachen. Und hier waren auch noch ein paar. Granaten eins, links steht keiner, dann er. Vor Schreck hat er den Zipfel aus der Granate gezogen. Und, ja. Die kommen gar nicht hinterher, die beiden, ne? Oder warten die da unten, sichern die da unten ab? Hihihi. Wieso auf den Bauch, warum nicht auf den Kopf? Das hat ihn irritiert. Mich auch. Es wird wieder hell draußen. So, bevor wir retten, erstmal alles einsacken. Erste Hilfe-Set. Alles einsacken. Hier hinten war auch noch was. Da. Na, voll. Hat sich wieder voll gelohnt. Knopf, Knopf. Warum können die nicht selbst raus? Das war ja gar nicht zugeschlossen. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Vorbereitetenmaske, schon wieder so eine. Du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Ich finde Thunfisch. Warum nicht ein Seelachsbrötchen? Fischbrötchen. Oder meinetwegen auch Bismarck, ist ja auch super. Ah, kein Thunfisch. So, welchen bösen Buben treffen wir hier unterwegs? Warum ist das alles so gelb? Haben die hier gebaut oder haben die hier was versucht zu kontaminieren, dekontaminieren? Hey. Oh, in dem gelben Gebäude ist ein Einsatz. Da ist der Einsatz, okay. Bin ich immer gespannt. Tschupp, Maske auf. An alle Einheiten, wichtige Anfrage der Sarah. Sie wollen wissen, was das Virus im Quarantänebereich in der 22. West macht. Alarm, Kontaminationsscan eingeleitet. Hier hinten ist auch ein Handy in der Nähe. Munition. Lange keine Granaten mehr benutzt. Ich muss mal kurz gucken, ist das Handy noch hier unten? Ja. Eine Frau folgt ihren Eltern. Ihrem Ehemann. Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht Mittwochmorgens um 11 Uhr in... Nein. Kontaminationsscan eingeleitet. Mist. Müssen wir uns dann nochmal anhören. Yeah. Also, gut. Kleine Schwierigkeiten an der Leiter. Die kommen schon gerne mal vor. Fast schon täglich. So, knapp 2 Minuten noch. Am Ende warten wieder böse Buben. Da kommen
komme ich ja niemals hoch. Da falle ich eh bloß runter. Hier ist eine Leiter. 1,45 noch. Da warten Cleaners. Hier winkt. Oh, ein Fahrrad steht hier oben. So, da runter müssen wir. Virendaten hochladen. Hab mir doch etwas mehr erwartet von diesem in Anführungszeichen Kampf. Vielen Dank dafür, Agent. Unsere Ärzte werten die Daten bereits aus. Da ist schon wieder eine Waffe drin. Schwarzmarktrevision. Das sieht aber aus wie ein Karabiner, auf jeden Fall. Fragt mich nicht, warum ich jetzt erst hier rübergehe. Hä? Okay, also die Waffe, die dann tatsächlich mitkommt, sieht anders aus, als sie hier im Inventar dargestellt wird. Insofern ist die auch für ein Popo. Werde ich nicht nehmen. Ich bin gerade froh über mein Gewehr. Dann habe ich bloß vorhin Kaliber mit Karabiner verwechselt. Aber das Bildchen sah halt aus wie ein Karabiner. Moment, wenn da die Kiste war, dann geht's da bestimmt auch irgendwo runter. Muss ich nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen, oder? Bloß, wo soll es hier runtergehen? Da vielleicht. Nee, komme ich auch nicht hin. Nee, würde ich nicht probieren. Gehe ich lieber den gleichen Weg zurück. Nee, da ist auch kein Runterkommen. Schwupp, schabupp. Gucken, ob ich mir den Weg gemerkt habe. Vorbei an ihm, vorbei am Fahrrad. Gucken, wann die nächste kleinere, größere Mission kommt. So in Form vom Kaufhaus, wo der Baum gebrannt hat. So was würde ich jetzt als nächstes gerne machen, aber wenn hier gerade noch Kleinkram ist, den ich sowieso noch machen werde, und man den eben gerade auf dem Weg ganz schnell abklappern kann, nehme ich ihn einfach noch mit. So, laut Karte wäre das nächste da hinten noch eine Telefonaufzeichnung. Nochmal Munition bitte. 32 Schuss. Wow. Oh, schon Stufe 30. Telefonaufzeichnung, wir kommen. Apropos Telefonaufzeichnung, ich habe mir die letzte ja noch nicht nochmal angehört. Raus. Hier müsste es sein. Und zwar Einsatzdaten. Beweise nein. Telefonaufzeichnung. Und der Ehemann hat angerufen. Erste Woche, zweite Woche, JTF. Hä? Sarah, Auskunft, wie können... Dark Zone? Willkommen beim Kundendienst von Pricer. Café? Nee. Wo war ich denn jetzt? Moment. Sarah, hab ich hier Auskunft. Schon? Okay, die beiden hatte ich gerade. JTF, dann erste Woche. Nix. Zweite. Ich hab das große losge. Pricer House. So, zweite Woche vor dem Ausbruch. Würde zeitlich, glaube ich, hinpassen, wenn die den Juwelier beobachtet hat. Ihren Mann beim Juwelier beobachtet hat. Nee, Nationalgarde wäre auch Quatsch. Alter, wie viele gibt's denn hier?
Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht Mittwochmorgens um 11 Uhr in ein Juweliergeschäft. Er ist nicht der Typ für eine Affäre, Alex. Warum rennst du ihm dann hinterher? Gute Frage, da scheint jemand nicht zu vertrauen. Eine Frau, die ihrem Mann folgt, erlebt eine Überraschung. Hey, ist doch die Fortsetzung. Hey Jay, rate mal, wer Karten für das Spiel heute hat. Du hast Karten? Ja, Lamar konnte nicht, also habe ich überlegt. Welche Hoops-Fans kennst du? Mir geht's eigentlich nicht so gut. Bestimmt nicht. Sieh mal aus dem Fenster. Schnee. Hallo? Bist du das in dem Schlitten? Also, wie wär's? Geht's dir schon besser? Na. Ein Missleger. Ich danke Gott für Menschen wie sie. Und ein Hut. Untersuchen. Gleich mal auswählen. Immerhin ist es jetzt warm. Ja, und damit stehen wir auch wunderbar in der Sonne. Oh, oh. Level 9 bis 12. Da gehören wir gerade so rein, aber machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Und von 2 bis 4 zu 9, 12. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.